So, nach dieser kleinen Aufnahme- und Essenspause wieder zurück zu Vampire's Dawn. Wir sind hier im Zombie-Dorf. Und da hinter dem Baum war ein Zombie. Und wir töten ihn mit einem Feuerball. Irgendwie das Gefühl, ich sollte mal mein Blut auffüllen gehen. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Ich hoffe dann, dass die Zombies dann nicht wieder respawnen hier. Aber das ist wieder so ein Zombie-Junge, ne? Oder soll das ein Mann darstellen? Ich glaube nicht. Ja, dann baller ich jetzt einfach mal alles raus, was ich habe. Wieso heile ich mich denn selber? Das ist ein kompletter Schwachsinn. wenn dann Elaine hier. So. Okidoki. Damit sollte der dann tot sein. In dem Haus waren wir drin. In dieser Scheune waren wir noch nicht drin. Da gehen wir nochmal kurz rein. Oh Gott. Was hat er denn hier angestellt hier? Die Hauptschlagader wurde durchtrennt. Ich verschwende nur guten Blutes. Tja. Das ist natürlich noch ein Toter. Ja, was sie mit dem angestellt haben, will ich gar nicht wissen. So wie der da rumhängt. Okay, fliegen wir mal kurz in die nächste Stadt. Ich glaube, das war schon die auf der anderen Seite. So, nehmen wir mal kurz den Fledermausmantel dafür. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Stufe. Na, ich wollte nicht sagen Stufe, auf welcher Position mein zurück teleportieren ist. Weil sonst. Ich bin rasend. Achso, ich bin wieder low on blood. Das ist natürlich nicht gut. So, es ist nachts und das gefällt mir. Ah, das tut doch gut. So, damit sollte mein Rasenstatus auch. So, und wir ballern noch einmal kurz Fledermausmantel rein. Junge, wir laufen erstmal übers Gebirge und verwandeln uns währenddessen in die Fledermaus. Joa. Was haben wir denn hier Nettes? Da haben wir den ersten Zombie geschnetzelt. Da den zweiten. Oh, was ist denn hier noch so Sack? Da habe ich gar nicht reingeguckt. Da scheint auch nichts zu sein. Können wir von oben auf das Gelände vielleicht drauf? Ja. Das gefällt mir doch. 180. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Damit kann man sich Sachen kaufen. Ja, mit Geld kann man sich Sachen kaufen. Das ist eine intelligente Aussage. Und wir gehen in das Schloss rein und. Upp, das ist kein Schloss. In diesen Gedöns hier. Oh, da geht's nach oben. Da wollen wir noch nicht hin. Lass mal nochmal die anderen Zimmer angucken. Alles voll mit Blut und überall Glassplitter auch. Glasgissblätter. Und Gehirngissblätter. So, mal sehen, wie der gestorben ist. Eindeutig tot. Würde ich jetzt auch drauf plädieren. Brutal aufgeschlitzt. Sonst aber nichts los hier in dem Dorf. Oder was war hier drüben? Nee, nee, nee. Nur zerstörte Fässer. Aber sonst ist hier auch nichts los. Also irgendwas gefällt mir hier dran nicht. Ich sehe da unten so ein. Das ist noch so halb so ein. Gehört noch dazu, habe ich das Gefühl. Anscheinend auch nicht. Boah, dieses Geräusch, das nervt einen ja auch. Gut, sehen wir mal weiter. Steht hier drauf? Friedhof. Waren wir schon auf dem Friedhof? Aha. Mehr Zombies. Friedhof. Zombie. Zombie-Junge. So, Feuerball. Angriff. Feuerball. 50 HP, das ist schon ganz gut. So, jetzt haben wir auch wieder Full on Blood. Das heißt, jetzt wird richtig gebannt.
Blutheilung brauche ich noch nicht. Angriff, Fähigkeit, Feuerball. Boom! Und nochmal. Kabam! Diese Special Effects sind jetzt geradezu gut. Okay. Was ist das denn für einer? Ein alter Zombie. Ja, der sieht ja eklig aus, so lila. Die anderen waren so schön in blau. Naja, dieses Zombie-Geschnetzel könnte man ja geradezu als lustig bezeichnen. Ist auch eigentlich besser fürs Karma, einfach wenn man nur Zombies tötet und keine Menschen. Ja, das soll heißen, dass ich an Karma glaube. Denke ich. Und damit haben wir auch den komischen Zombie-Opa besiegt. Schnetz. Guti gut. Gehen wir nochmal hier. Sind hier noch Zombie-Opas? Nee. Dann gehen wir zum Friedhof. Jopp. Die sind aus ihren Gräbern gestiegen. What ist das? Skeletti. Skelett erscheint. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, den sollte ich mal lieber ein bisschen richtig gut töten. Bam. Okay, Gift. Skelett zielt aufs Herz. Ja, gut. Dann ziehen wir schon aufs Herz. Hat er nicht irgendwas noch, was er angreifen kann? Ach nee, das war ja mein Heiler. Okay. Rudi. Beinahe 10 LP erhalten. Und das war's auch schon mit dem Skelett. Oh toll, konnte ja gar nichts. Hat auch nur 20 Erfahrungen mehr gebracht als die komischen Zombies. So, ist hier sonst noch was? Nee. Hier geht's noch weiter. Ah, da kommt nochmal ein Skelett. Hätte vielleicht nochmal speichern sollen, aber egal. Wenn die alle so gleich stark sind, dann sind die ziemlich schnell tot. Oh, da fällt mir ein, ich hätte auch mal Dings hier ausprobieren können. Eisball. Ob das vielleicht effektiver ist. Wohl gegen Skelette. Na doch, könnte man schon vermuten. Oh, warum immer auf den armen Walner? So, probieren wir mal den Eisball aus. Bam. Okay. Okay. Ich merke schon, Feuer ist gegen Untote definitiv effektiver. So, das war's mit dem Skelett. Ja, ja. Oh Gott, zwei Skelette. Habe ich geradezu Angst vor. Der greift mal das. Ah, nee. Habe ich eine bessere Idee, der macht schon mal Blutheilung, falls die einen schnelleren Angriff haben. Und sie castet Feuerball auf das erste Skelett. Okay. Das hat natürlich schade, wieder leider nichts gebracht hier. Oh! Oh, gut, Alain. Gut, dann hauen wir mal den Feuerball auf das erste Skelett. Asuka macht Fähigkeit Blutheilung auf sich selbst. Und Alain macht Fähigkeit Feuerstrahl auf den ersten. Okay, ist auch nicht viel effektiver als der Feuerball. Er macht auch schon ein bisschen mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Gut, Feuerball. Gut, Heilung bringt nichts. Normaler Angriff. Und weiter geht's. Bam. Oh nein, 10 HP. Na, ich nehme jetzt nur den normalen Feuerball. Hoffe, dass das reicht. Ja, das macht immer so ungefähr 6-7 Schaden Unterschied. Das ist nicht so schlimm. Nein. Aber Asuka weicht aus.
dann ist ja alles in Ordnung. Und tot. Okay, 520, ja, logischerweise, und zwei normale Seelen. Und einmal komplett Level Up wieder. Und noch so ein Teil. Na gut, töten wir das nochmal eben. Oh. Feuerball. Okay, ich hoffe, dass mein Blut noch ausreicht, um da, wenn ich da in dem Schloss einen Endkampf bestreiten muss, dass ich das schaffe. Ich glaube, ich nehme mir gleich einfach nochmal die Zeit und laufe nochmal zurück. Ja, doch, die Zeit muss ich mir jetzt nehmen. Und lauf zurück in das Dorf. So, ich beschleunige das Ganze dann einmal und wir sehen uns danach. Bis gleich. So, und da wären wir dann auch wieder. Ich habe kurz gespeichert, ich habe ein paar Probleme gehabt mit dem Blutsaugen, weil es zu hell war. Aber hier sind wir wieder. Und wir gehen einfach mal in das Schloss rein und gucken uns hier um. Okay, da kann ich nicht drauf gehen. Okay, diese Figur kann auch nichts. So, da geht's nicht weiter. Gehen wir mal nach hier links. Gruftzombie erscheint, okay. Ich glaube, es wird Zeit für Feuerball. Jetzt ohne Mist, also. Ich glaube nicht, dass irgendwas anderes effektiv gegen die wäre. Okay. Lane wurde krank. Hoffentlich habe ich genug Anti-Krankheitsserien dabei. Sonst bin ich ziemlich am So, bevor die da noch durch Krankheit verstirbt, wollte ich gerade sagen. Anti-Krankheitsserum. Das sieht doch gut aus. Heilbalsam. Geht Blutung. Ah, gut. Zwei Anti-Krankheitsserum. Habe ich noch mehr davon, wenn ich den Zombies begegne, dann ist das natürlich, eher semi-optimal dann. Okay, hier hinten geht's wieder hoch. Oh. Wir hatten dieses Schloss gebaut. Eine Blutfiole. Eine Heilfiole. Ich bin hier im Dunkeln irgendwo. Eine Blutrune, yay. So. Gut. Habe ich Lust, gegen die zu kämpfen? Nein. Ich fliehe zwar dann in Schande, aber das ist mir relativ lax. Kann einfach keine Lust, gegen die zu kämpfen. Okay. Das ist der einzige, die einzige Möglichkeit hier. Nee, man kommt hier noch unten rum. Ihr überrascht den Gegner. Ja, das finde ich auch gut. Dann kann ich den auch töten. Dann vergiftet er mich auch nicht. Wenn das nur einer ist, dann ist das nicht so. Dann kann ich damit leben. Na? Okay, komm. Nein! Ein verdammtes Leben hat er noch. So. Okay. Die wollen mich verarschen. Da
Das sieht ein bisschen sehr dangerous aus hier. Okay, aber die Dinger können nichts. Ne, gut, haben wir einen Speicherstand erhalten. Damit gebe ich mich jetzt erstmal zufrieden und laufe hier erstmal ins obere Geschoss wieder. Kämpfe nicht gegen die Grof-Zombies. Ja, ich weiß, diese Kämpfe sind toll, aber ich habe keine Lust drauf. Das muss ich mir einfach nie antun. Erstmal nach oben. Ja, Skelette kann ich mal töten, die vergiften mich wenigstens nicht. Ich habe echt Angst vor diesem Vergiften. Weil ich nur einen Trank habe. Bam, 42. Okay. Ja. Wie machen wir das? Feuerball. Einfach normal. Was tötet, tötet eben. So. Und Aska greift ihn noch mit einem normalen Angriff an und macht ihm ganze 4 Schaden. Ich muss Aska Schadensdauer beibringen. Sonst kann er gar nichts machen. Ah, meine Güte, mir. Ja. Oh, aufs Herz gezielt. Aska verliert ihr Leben. Darf sich auch wieder schön selber heilen. Irgendwie das Gefühl, allein ist besser als Aska. Okay. Damit auch schon mal ein paar kleinere Level-Ups. Einmal Kristallkrallen. Okay, die sind bestimmt für Elaine. Oh Gott! 87 Angriff. Ja, das ist nicht schlecht. So. Gehen wir dann hier unten rum. Und ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ja, links oder rechts? Erstmal links. Oh, war das die bessere Wahl? Ein Rhoidra oder Rhodira? Was war das? Säbel auf jeden Fall, gebe ich mal Aska. Jopp. Ein Rhoidra-Säbel. Was hat Valna denn für ein Breitschwert? Okay. Das ist gut. Kann auch behalten. Wo geht's hier hin? Ah, nee, ich habe einfach keine Lust. Wenn ich mich leveln will, kann ich auch irgendwo anders hingehen. Gehen wir mal über das Wassergedöns hier. Oh Gott, ist das ein mega verwinkeltes Schloss. Aber überall Truhen. Blutfiole. Irgendwas muss es hier zu holen geben, insofern. Mache ich einfach mal weiter, indem ich jetzt schön den Kämpfen ausweiche. Hier rechts war ich noch nicht. Oh, hier scheint es weiter zu gehen. Anscheinend muss ich eine bestimmte Zahl von Schaltern aktiviert haben. Okay, so viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Es sei denn, da kommen dann 3 Gruft-Zombies. Okay, auf dieses Schalterrätsel lasse ich mich dann mal. Doch, ich lasse mich später drauf ein. Und mache an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause wieder mal. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.